Du bist so abgrundtief hässlich, sagte Arnold Schwarzenegger im ersten Predator-Film recht treffend über den außerirdischen Großwildjäger. Als in der Fortsetzung des Kinoerfolgs unter anderem ein Alienschädel an der Trophäenwand des Predator-Raumschiffs zu sehen war, forderten die Fans beider Filmreihen ein Aufeinandertreffen der Monster. Dazu kam es zunächst nur in Comicform. Mit dem Spiel Alien vs. Predator, das 1994 für den Atari Jaguar erschien, begann dann allerdings auch der Siegeszug in der Spielewelt. Der Ego-Shooter fand zwei Fortsetzungen auf dem PC, das ursprüngliche Entwicklerteam Rebellion war aber nur für die erste Fortsetzung verantwortlich. Nun dürfen die Jungs aus England aber erneut ran. Im Simple Aliens vs. Predator betitelten Sega-Projekt sollen sie die Shooter-Reihe auf den aktuellen Konsolenplattformen und dem PC zu neuem Leben erwecken. Sega hat uns mit einer Version des Spiels besucht, die wir ausführlich anspielen durften. Das abgefilmte Videomaterial stammt allerdings von einem Monitor auf der E3. Lizenzgeber 20th Century Fox hat Sega strikt untersagt, bewegte Bilder weiterzugeben, weshalb wir auf solche Guerilla-Maßnahmen angewiesen sind, um euch auch ein Video zum Spiel zu präsentieren. Was ihr hier seht, ist ein Abschnitt aus der Predator-Kampagne. Im fertigen Spiel werdet ihr vor Beginn zwischen Predator, Alien und Colonial Marine wählen können. Jede der Figuren erlebt zwar die gleiche Geschichte, doch erlebt ihr sie aus dem jeweiligen Blickwinkel in eigens auf euren gewählten Charakter abgestimmten Levels. Dabei werden die Fähigkeiten und Besonderheiten der Figuren berücksichtigt. Der Predator kann zum Beispiel besonders hoch und weit springen. Seine Levels sind deshalb meist mit geeigneten Vorsprüngen, dicken Ästen und so weiter gespickt. Für Sprünge lässt sich eine Hilfe einblenden, die anhand von animierten Icons geeignete Felsvorsprünge, Dächer oder sonstige Flächen markiert. Wie im Film kann der Predator so seine Gegner aus luftiger Höhe aufs Korn nehmen. Um nicht gesehen zu werden, ist in den Allzweck-Minicomputer im Armband des Jägers eine Tarnvorrichtung eingebaut. Aus der Ferne ist unser abgrundtief hässlicher Außerirdischer für die menschlichen Gegner nicht zu erkennen. Anders sieht's allerdings aus, wenn er sich den Marines nähert. Aber wer die Filme gesehen hat, weiß, dass das Tarnfeld nicht komplett unsichtbar macht und wird sich deshalb von Anfang an auch entsprechend verhalten. Wer getarnt und lautlos durch die Levels schleicht, bekommt öfter die Chance, Gegner mit einem Stealth-Kill aus dem Weg zu räumen. Schleicht sich der Predator von hinten an, enden seine Opfer schnell mit einer der langen Armklingen im Rücken. Aber Vorsicht! Der Gegner kann durch sein Geschrei Verstärkung herbeirufen, ehe er den Löffel abgibt. Da das Tarnfeld zusammenbricht, sobald der Predator Angriffe ausführt, ist er in solchen Momenten ein leichtes Ziel für heranstürmende Marines. Deshalb ist es immer gut, seine Ziele von größeren Gruppen wegzulocken. Zum Beispiel mit Hilfe aufgezeichneter Sprachfetzen, die der Predator gezielt projizieren kann. Neben den Stealth-Angriffen gibt's noch die ehrenvolleren Trophy-Kills, bei denen der Predator seinem Gegner den Kopf samt Wirbelsäule entfernt oder im Fall der Aliens die Zunge abreißt. Solche Trophäen bringen extra Energie ein und sind besonders in gesicherten Anlagen auch extrem nützlich. Versperrt zum Beispiel ein Iris-Scanner den weiteren Weg durch den Level, zückt der Predator einfach einen abgetrennten Kopf aus seinem Gepäck, hält ihn vor den Scanner und marschiert weiter. Wir durften nicht nur den Predator-Abschnitt anspielen, sondern sind auch mit dem Marine auf Monsterjagd gegangen. Der Demo-Abschnitt des schwer bewaffneten Marine zeigt dunkle Korridore in einer Menschenbasis, die scheinbar von Aliens überrannt wurde. Zusammen mit einigen Überlebenden, die natürlich nach und nach zum Monsterfutter werden, bis nur noch der Spieler alleine übrig ist, kämpfen wir uns zu stimmungsvollen Licht- und Schatteneffekten durch Alien-Horden. Da die Korridore und Treppen der Demo durch einen Stromausfall in der Basis nur schlecht ausgeleuchtet sind, werden die kleinen Fackeln des Marine unverzichtbar. Das verspüren wir am eigenen Leib, als uns völlig überraschend eins der Monster aus dem Dunkeln anspringt.
Wie sich die Aliens selbst spielen, wissen wir allerdings noch nicht, da dieser Spielmodus erst auf der Gamescom in Köln enthüllt wird. Aliens vs. Predator setzt die beiden PC-Vorgänger konsequent fort. Predator und Marine spielen sich wie gewohnt und auch die Atmosphäre kommt hervorragend rüber. Ob und in welcher Form das Spiel in Deutschland veröffentlicht wird, steht allerdings noch nicht fest. Viele Spielelemente dürften der USK sauer aufstoßen, sodass es mit einem Entfernen der Bluteffekte nicht getan wäre. Wie auch immer, wir können es auf jeden Fall kaum erwarten, im abgedunkelten Zimmer mit voll aufgerissener Surround-Anlage die Marine-Kampagne zu spielen und bei jedem Geräusch vor Schreck zusammenzuzucken.